Willkommen aus Dilbrecht zu der fünften Etappe in unserem Sternenstaub-Adventskalender. Wir sind unterwegs mit den Weisen aus dem Morgenland hin zur Krippe. Und dann, ja, will ich heute einen Moment herausgreifen, wie es damals vielleicht gewesen sein könnte. Einer der Sterndeuter schaut in den Himmel und denkt plötzlich, huh, wow, kann das sein? Dieser Stern? Dieses Funkeln, das habe ich ja noch nie gesehen. Kann das wirklich sein? Kneift die Augen zusammen, schaut nochmal genauer hin, prüft die Sternkarten, die er hat. Ist das überhaupt möglich? Ein neuer Stern? Ein wirklich neuer Stern? Ja, das ist er. Hammer, das ist ja der Wahnsinn. So viel, so gut. Das kann er für sich behalten. Das kann er in sich gedacht haben. Wenn er introvertiert ist, wenn er etwas extrovertiert ist, hat er es vielleicht auch vor sich hin gemurmelt oder laut rausgerufen. Aber das ist es noch nicht, der entscheidende Moment. Der entscheidende Moment ist, dass er diese Energie der Begeisterung nimmt und zu seinen Kollegen stürmt, hingeht, losrennt, losläuft und den anderen Sternendeutern es zuruft. Hallo, es ist der Hammer, unglaublich, schaut mal nach oben, guckt mal, was ich gesehen habe, da drüben, ein neuer Stern am Himmel, seht ihr das? Ja, da oben. Irre, oder? Und dann, diese Begeisterung dieses einen Sterndeuters hat diese ganze Gruppe von Sterndeutern in Bewegung gesetzt. Die Weisen haben sich auf den Weg gemacht, um den neuen Stern zu folgen. Und dass sie das getan haben, spricht ja vielleicht auch dafür, dass es dem Entdecker gelungen ist, seine Kollegen zu begeistern. Und wie? Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache für uns als Christen heute oder in allen Zeiten. Haben wir nicht als Menschen ein ganz natürliches Mitteilungsbedürfnis, wenn etwas Besonderes geschehen ist, wenn wir etwas erlebt haben, wenn wir etwas entdeckt haben? Ein besonderes Mitteilungsbedürfnis, das aus einer gewissen Begeisterung gespeist wird. Dass wir darüber jubeln, über das Licht, das in diese Welt hineingekommen ist. Vielleicht auch so extrovertiert jubeln, wie das in dem Film Blues Brothers zu sehen ist, als der Reverend Cleophas James dreimal fragt, Do you see the light? Dreimal, oder Have you seen the light? Hast du das Licht gesehen? Ja, diese Kirche, die dort nachgebaut, abgefilmt worden ist, das ist in echt die Pilgrim Baptist Church of South Chicago. In der Chicago Sun-Times ist einmal ein Bericht drin aus dem Jahr 2000, als der damalige Reverend Hillard Hudson die Hände in die Luft hebt und mit seinem Talar bestickt mit Kreuzen, fast schon aus sich heraus brüllt. Da ist nichts daran falsch, wenn wir Jesus feiern. Und die Kirchgänger, sie schreien fast schon zurück. Halleluja! Praise the Lord! Und in dem Artikel steht, diese Szene, die er da beobachtet hat, der Journalist, die war nur ein bisschen weniger energiegeladen wie in diesem Blues Brothers Film in der Kirche The Old Landmark. Ja, diese Szene, sie hat auch etwas zu tun mit dem Geburtsort des Gospel, der Gospel Music, die überschwänglich feiert emotional dieses Licht, das in die Welt gekommen ist. Und nun die Frage an dich und mich. Wie ist es eigentlich mit mir und mit dir? Sehen wir eigentlich dieses Licht? Schauen wir auf dieses Licht? Sehen wir so in dieses Licht hinein, dass wir jubeln können? Oder ist es zu einer Funzel geworden, wie der Vortrag morgen heißen wird? Wem folgst du nach? Welchem Stern, welchem Licht oder welcher Funzel? Ja, ist es eine Funzel geworden, von der wir eigentlich gar nicht mehr so richtig wissen, was wir da eigentlich von weitersagen können?
Ja, ich denke mal, wenn wir ein tolles Buch lesen und dann noch mehr in einen tollen Film gegangen sind, dann wird es schon der eine oder andere Freund erfahren, wie super der Film war, wie super, wie klasse das Buch war. Und vielleicht mit dem Zusatz, hey, das solltet ihr euch auch mal anschauen. Und so gehören schon in der Bibel das zusammen, die Ergriffenheit von Jesus Christus und was wir davon weitergeben, was wir davon sagen. 2. Korinther 4, Vers 13, da steht, Paulus schreibt, ich glaube, also rede ich. Oder anders, anderer Stelle, Matthäus 12, Vers 35, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und so schreibt Paulus wiederum, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Ja, selig macht, fröhlich macht, glücklich macht, die uns hineinversetzt in sein Licht, die in das Licht, das die Angst wegnimmt, das Licht, das uns sagt, fürchte dich nicht, das Licht, das uns sagt, hier ist Gnade in die Welt gekommen, eine Gnade, die eben nicht von dieser Welt ist, ein neuer Stern, Jesus Christus, auf den weisen, die weisen aus dem Morgenland hin. Diese Freude, die will ich immer wieder anderen Menschen mitteilen, davon weitersagen. Vielleicht so auch jetzt in diesem Video. Einen fröhlichen Advent wünsche ich und Gottes Segen.